Skandal? Gib mir mal das Video, das kannst du auch mal sagen. Wir haben noch Skandal und Menschen um das Gehalten. Aman, habt ihr gehört, sie hat gesagt, Skandal und menschenunwürdig? Ich finde, das ist richtig. Ich habe das auch gehört. So, wir sind jetzt direkt nach der K&U-Kundgebung und bin ziemlich froh, dass wir uns jetzt noch mal kurz unterhalten können, mir ein paar Fragen stellen können, beziehungsweise ich. Die eine ist zum Beispiel, wie sehen jetzt eigentlich die nächsten Schritte bezüglich K&U aus? Also was hat die NGG geplant? Kannst du darüber reden? Kannst du was sagen? Ja, erstmal müssen wir ja warten, wie das Konzept sich weiterentwickelt. K&U muss jetzt nach der ersten Ankündigung, wo sie wahrscheinlich auch das öffentliche Echo ein bisschen unterschätzt haben, müssen jetzt ein bisschen konkreter werden. Das heißt, sie müssen dem GBR einen Plan vorlegen, wo man dann daraus lesen kann, mit welchen Händlern sie denn jetzt schon mal gesprochen haben bezüglich der Übernahme. Und wir werden natürlich versuchen, den Unmut über diese Entscheidung weiter in den Betrieben hochzuhalten. Und hoffen darauf, dass es dann vielleicht doch noch ein Einsehen gibt, eine andere Regelung zu finden oder zumindest eine Regelung zu finden, wo man sagt, dass die Beschäftigten von K&U ihre tariflichen Errungenschaften dauerhaft behalten können. Das ist das Mindestziel. Was können wir eigentlich auch als Gesellschaft tun, um die K&U-Beschäftigten zu unterstützen? Gibt es da eine Möglichkeit? Wo Kundenfrequentierung ist, ist es ja immer dann interessant, wenn Leute ihren Unmut beim Einkaufen auch äußern. Das finde ich immer ein sehr, sehr praktikables Mittel, weil da kommt man dann relativ dicht an das Unternehmen ran. Das ist schon wichtig. Ja. Und ich setze natürlich auch darauf, dass die Kommunalpolitik in Mannheim sich ein bisschen rührt und vielleicht mal danach fragt, was denn da so passiert. Weil das sind ja nicht wenige Arbeitsplätze, die gerade so in Mannheim oder sagen wir mal im Rhein-Neckar-Gebiet da gefährdet sind. Das ist nämlich ein Schwerpunkt von dieser K&U-Struktur hier. Das sind 1100, wie ich recherchiert habe. Genau. 135 bei der Bäckerbuch. Genau. Also relativ viel, wenn man die Gesamtzahl von Beschäftigten betrachtet. Gesamt trifft es insgesamt zwischen 3.500 und 4.000. Und dann ist ein gutes Viertel quasi alleine hier. Das ist eine ganze Menge. Ja. Das bringt uns zum nächsten Thema. Wie siehst du Gewerkschaftsarbeit heute und früher? Also hat sich da in der Gewichtung und in der Präsenz was verändert? Also Corona ist jetzt nochmal ein Spezialfall und da ist man natürlich immer versucht, diese Corona-Sachen speziell zu bewerten, aber ich versuche es eher mal so ein bisschen weitläufiger zu fassen. Wir erleben schon, dass es einen gesellschaftlichen Individualisierungsprozess gibt und es macht uns das Arbeiten in Gewerkschaften schwieriger, weil wir ja ganz stark von der Solidarität der Beschäftigten untereinander leben. Und der Individualisierungsprozess in der Gesellschaft bedeutet, man guckt mehr auf sich und auf die eigenen Interessen. Und speziell bei uns als kleine Gewerkschaft, wo wir viele Mitglieder haben, die nicht aus Betrieben kommen, wo es eine betriebsratliche Anbindung gibt, also eine Interessensvertretung, haben wir ganz oft das Problem, dass die Beschäftigten dann halt Gewerkschaft als eine Art Versicherung betrachten. Das heißt, die kommen dann, weil sie ein arbeitsrechtliches Problem haben. Und wir machen das natürlich auf der einen Seite gerne, auf der anderen Seite bindet das natürlich unsere Kapazitäten, diesen Solidaritätsgedanken in der Gewerkschaftsbewegung zu stärken. Also das kenne ich auch aus meinem Betrieb, IG Metallbetrieb, also da ist es ähnlich, auch mit der Entsolidarisierung. Also wir haben Gott sei Dank noch genügend Mitglieder, das ist klar, sieht man ja an den Zahlen, aber auch die IG Metall hat ja zu kämpfen. Also es sind viele Gewerkschaften heutzutage zu kämpfen haben und da der Solidaritätsgedanke geht immer weiter flöten. Ja. Und schon traurig. Was siehst du als dringendste Ziele deiner Gewerkschaftsarbeit? Also Solidarität habe ich ja schon genannt, das Ziel schwebt eigentlich über allem. Und natürlich dann den Versuch zu machen, tatsächlich die Menschen auch davon zu überzeugen, dass sie für ihre eigenen Interessen stärker eintreten müssen. Wir haben ein bisschen ein Problem mit dieser Stellvertretermentalität, die sich an vielen Ecken breit gemacht hat. Viele unserer Mitglieder glauben, ihr könnt es für uns regeln. Und
wir können eben weniger regeln, als wir wollen. Wir stoßen einfach bei unseren politischen Ansätzen, die ganz wichtig sind, immer an Grenzen. Viele Jahre große Koalition lähmt uns zum Beispiel. Ja. Die Schwäche der Sozialdemokratie schwächt uns. Dass die Linken, was ja auch meine Partei ist, nicht ganz so stark sind, wie ich sie eigentlich gerne hätte, um den Druck noch zu optimieren, das schwächt uns auch als Gewerkschaft. Also das ist vordringlich unsere Aufgabe und natürlich die ständigen Angriffe der Arbeitgeberseite, die einfach, was die Lobbyarbeit betrifft, deutlich mehr Möglichkeiten haben als die Beschäftigten. Was siehst du als die größten Unterschiede zwischen den Branchen der Gewerkschaften, wie zum Beispiel jetzt NDG als eine relativ kleine und der IG Metall als die stärkste? Gibt es da Unterschiede in der Arbeit oder ist es recht ähnlich oder sind es ganz andere Probleme? Naja, wir sind halt von der Struktur her nicht so aufgestellt, dass wir mit einem relativ großen hauptamtlichen Apparat an die Probleme rangehen könnten und können deswegen auch nicht so gut die Branchen voneinander trennen. Die IG Metall hat zum Beispiel in der Regel Leute, die sich nur mit Handwerk befassen oder mit Teilbranchen. Bei uns ist es immer ein Gemischtwarenladen, den wir zu bearbeiten haben. Also das heißt, wir bedienen alles von der Mitgliederbetreuung, dem Rechtsschutz, über die Beratung und Betreuung der Betriebsräte bis hin zu Tarifverträgen. Ich verhandle selber Tarifverträge, weil in der Nahrungsmittelindustrie es wahrscheinlich noch eine größere Anzahl von kleineren und mittelständischen Unternehmen gibt als jetzt bei der Metall. Die gibt es da auch, aber bei uns ist es von der Anzahl her wahrscheinlich höher. Wie könnte deiner Meinung nach linke Politik zur Zielerreichung der Gewerkschaften beitragen? Also du hast vorhin schon die Politik angesprochen, also die Lokalpolitik, aber gibt es auch noch was Allgemeineres, was Konkreteres, was man speziell machen müsste, jetzt zum Beispiel wir als Linke? Also ich merke schon, dass in Teilen unserer linken Partei eine gewisse Skepsis gegenüber den Gewerkschaften herrscht, weil man die wahrscheinlich auch so ein bisschen auf historische Erfahrungen zurückgegriffen ganz gerne mit der Sozialdemokratie in einen Topf schmeißt. Und man muss da, glaube ich, ein bisschen stärker registrieren, dass die kritische Haltung der Gewerkschaften gegenüber der Sozialdemokratie deutlich größer geworden ist, seitdem es die Linke gibt, die übrigens, wenn man es jetzt mal auf die WASG zurückfällt, ja quasi zur Gründungsgeschichte unserer Partei gehört. An der Stelle muss man, glaube ich, sagen wir mal, die Kooperation mit den Gewerkschaften noch ein bisschen stärken. Da gibt es dann auch Beidseitigkeiten, aber man muss an diesen Beidseitigkeiten arbeiten. Ja, also wir als Linke, wir sehen es ja auch, oder ich sehe das auch als Gewerkschafter, alleine die GroKo, aber auch Rot-Grün damals, hat ja massiv mit der Agenda-Politik zur Schwächung der Gewerkschaften auch beigetragen. Wenn auch nicht direkt mit Gesetzen, sondern eher indirekt über die Hintertür. Mhm. Und ich sehe das schon so, dass wir da kämpfen müssen, dass wir die Stärke und dann die Möglichkeit auch haben, diese Gesetze rückgängig zu machen bzw. weiterzuentwickeln, sodass die Gewerkschaften wieder mehr Handlungsfähigkeit kriegt und so weiter. Das beinhaltet zum Beispiel auch die Leiharbeit. Das ist ja so ein unsägliches Druckmittel gewesen, wo gegen die Gewerkschaften, gegen die Kolleginnen und Kollegen allgemein läuft. Und ja. Es fehlt halt an dem man muss, glaube ich, auch verstehen als Teil der Linken, dass die Gewerkschaften immer zweigleisig arbeiten müssen. Wir können nicht nur Opposition machen gegen die Regierung, sondern wir müssen natürlich versuchen, unsere Möglichkeiten, unsere Spielräume gegenüber den Regierungsparteien immer wieder auszuloten. Und wenn ich das jetzt als einfaches linkes Mitglied betrachten würde, der jetzt nicht auch Gewerkschafter wäre, könnte ich natürlich verstehen, dass das ein Stück weit irritiert, noch auf der einen Seite zu sagen, Opposition, auf der anderen Seite aber auch da mitzumischen. Und das muss man erstmal verstehen, aber das ist halt unser Job als Gewerkschaft. Ja, man muss dann ein Stück weit auch mit dem kleineren Übel sich immer wieder versuchen, kreativ auseinanderzusetzen und gleichzeitig aber Opposition sein. Und da bräuchten wir, glaube ich, schon ein bisschen mehr Rückhalt auch noch in der Partei. Gut, die wollen mal leisten, hier den Gut. Rückhalt. Ja, macht er hier auch. Das ist doch. Bin da sehr zufrieden. Gut, okay. Ich freue mich, dass ich zwei starke Kreisverbände habe, mit denen ich ab und zu mal was machen kann.